Thema Verkaufen lernen, wenn du noch Anfänger bist oder vielleicht schon fortgeschrittener. Was ist zu beachten? Wie schaffst du es, auf dem kürzesten Wege zum absoluten Top-Verkäufer zu werden? Darüber sprechen wir jetzt in diesem Video. Und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Okay, wenn wir über das Verkaufen sprechen, dann gibt es drei wesentliche Themen. Und zwar erstens Telefonakquise, zweitens das Verkaufsgespräch an sich, also den Abschluss zu machen, und drittens das Thema Einwandbehandlung. Lass uns mal nacheinander über all diese drei Themen sprechen, denn wenn du diese drei Disziplinen beherrschst, dann bist du ein absoluter Top-Verkäufer. Erstens Telefonakquise. Der Fehler, den die meisten machen, ist, dass sie einfach das machen, was die breite Masse da draußen macht. Mach dir mal bewusst, dass wir Menschen in Schubladen denken. Das ist nicht böse gemeint, sondern das war, naja, vor einiger Zeit für uns sogar sehr überlebenswichtig, in Schubladen zu denken, weil wir sehr schnell einschätzen mussten, der Säbelzahntiger, der da kommt, ist der Freund oder Feind. Der fremde Mensch, der uns da begegnet, ist der Freund oder Feind. Das heißt, in dem Moment, wo du jemanden anrufst, wird er innerhalb von Sekunden beurteilen, bist du Freund oder Feind. Mit anderen Worten, er wird dich in eine Schublade packen und entweder lästiger und nerviger Telefonverkäufer oder, naja, das ist eine ganz spannende Person, der höre ich mal zu. Und wenn du das machst, was alle da draußen machen und so vorgehst, wie die breite Masse da draußen vorgeht, naja, dann bekommst du auch das Ergebnis, was die breite Masse da draußen bekommt, nämlich Einwände, Ablehnung, und dann fängt schnell an, keinen Spaß mehr zu machen und dann bist du schnell frustriert. Das heißt, du musst für dich einen Weg finden, wie Telefonakquise besser funktioniert. Und da brauchst du erstens ein richtig gutes Skript, da sage ich gleich noch ein bisschen was dazu. Und zweitens musst du eine Sache für dich noch beachten, und zwar, wir Menschen wirken zu ungefähr 60% über die Körpersprache, zu 30% über die Stimme und nur 10% macht der Inhalt unserer Worte aus. Das heißt, das Skript, was du hast, ja, das ist wichtig, aber es macht in dem Fall nur 10% aus. Körpersprache fällt natürlich weg, Stimme ist der wesentliche Faktor. Bedeutet, wenn du einmal verstanden hast, wie das mit der Stimme funktioniert, wie du ganz gezielt deine Stimme einsetzt, dann wird jeder Leitfaden für dich plötzlich viel besser funktionieren und dann wirst du insgesamt in der Telefonakquise viel, viel erfolgreicher unterwegs sein. Das heißt, ganz, ganz wichtiges Thema, Stimme. Auch dazu sage ich gleich nochmal ein bisschen mehr. Lass uns mal zunächst über das Thema Verkaufsgespräch sprechen. Weil wenn du einen Termin vereinbart hast in der Telefonakquise, du hast ein gutes Skript, du weißt, wie das mit der Stimme funktioniert, machst es nicht so wie die breite Masse da draußen, dann kommt jetzt im nächsten Schritt das Verkaufsgespräch. Das heißt, du bietest dein Angebot dem Interessenten an. Wie gehst du da jetzt konkret vor? Der Fehler, den die meisten machen, und hier ist es auch wieder genauso wichtig wie bei der Telefonakquise, mach nicht das, was alle da draußen machen. Der Fehler, den die meisten machen, ist, dass sie einfach nur stumpf ihre gesamte Angebotspalette präsentieren. Am schlimmsten ist es, wenn du dich mit dem Kunden zusammensetzt, deinen Beamer auspackst, den Laptop anschließt und erstmal 70 Folien PowerPoint machst. Warum sind wir gut? Was können wir besonders? Was sind die Vorteile unseres Angebots? Interessiert keinen Menschen am Ende des Tages. Mach das bitte nicht. Bitte nicht einfach stumpf drauf los präsentieren. Sondern mach dir bewusst, dass dein Kunde sich jetzt gerade die Zeit nimmt, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, Stunde, für dich, um mit dir über dein Thema zu sprechen. Das macht er nicht, weil er nur mal netten Kaffee trinken will, sondern das macht er, weil auch er ein Interesse hat, weil er eine gewisse Erwartungshaltung hat. Das heißt, er hat ein grundsätzliches Interesse an deinem Angebot. Und jetzt gilt es herauszufinden, welches Interesse ist es genau? Was ist seine Erwartungshaltung? Was musst du ihm präsentieren? Was musst du ihm zeigen, dass es für ihn so interessant ist, dass er sogar bereit ist, bei dir zu kaufen? Das heißt, im Verkaufsgespräch, ich sagte gleich noch mal ein bisschen mehr zu, ist es wichtig, im ersten Schritt herauszufinden, was will mein Kunde? Also welches Problem hat er, bei dem ich ihm helfen kann mit meinem Angebot? Oder welches Ziel will er erreichen, wo du ihn mit dem Angebot unterstützen kannst, das schneller zu erreichen, besserer zu erreichen, sicherer zu erreichen? Das musst du für dich herausfinden. Und wenn du das im ersten Teil des Verkaufsgesprächs herausgefunden hast, dann geht es im zweiten Teil nur noch darum, dass du dein Angebot als die Lösung seines Problems bzw. als das Tool präsentierst, was ihm hilft, seine Ziele zu erreichen. So werden Verkaufsgespräche erfolgreich. Was hält uns aber auf diesem Weg? Sehr häufig, und das kennst du vielleicht auch, schon bei der Telefonakquise, aber später auch im Verkaufsgespräch, sind es Einwände.
Egal, ob du zunächst hörst, kein Interesse, kein Bedarf oder später im Verkaufsgespräch, schicken sie mir da erstmal ein Angebot zu oder ich will da noch mal eine Nacht drüber schlafen. Du musst dazu in der Lage sein, mit diesen Einwänden ordentlich umzugehen. Weil du kennst vielleicht auch die Situation, da sitzt du im Verkaufsgespräch, es läuft alles ganz gut, man ist mit dem Gesprächspartner so auf Augenhöhe und irgendwie ist die Stimmung ganz gut und jetzt nennst du den Preis und plötzlich kippt die Stimmung und das Verkaufsgespräch endet so abrupt. Ja, vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. In dem Moment musst du ganz einfach die Einwandbehandlung beherrschen. Das heißt, auch wenn dein potenzieller Kunde sagt, ich will da noch mal eine Nacht drüber schlafen, dann steckt da garantiert irgendwas hinter. Da gibt es einen Grund, der ihn jetzt gerade noch zurückhält, dein Angebot in Anspruch zu nehmen. Nochmal, er hat sich heute mit dir zusammengesetzt, weil er eine gewisse Erwartungshaltung hat. Weil er prüfen möchte, ob dein Angebot das Richtige für ihn ist. Und wenn er Einwände bringt, dann gibt es irgendetwas, was für ihn noch nicht zu 100% passt. Und deine Aufgabe ist es jetzt herauszufinden, was ist es, was ihn zurückhält? Ist es der Preis? Passt das Angebot nicht richtig? Ist es mangelndes Vertrauen? Das kann verschiedene Gründe haben. Deine Aufgabe ist es herauszufinden, wo drückt der Schuh? Warum ist er jetzt noch nicht bereit zu kaufen? Und wenn du das weißt, dann ist deine nächste Aufgabe dafür, eine Lösung zu finden. Und wenn du das Problem erkannt hast und die Lösung präsentierst, errate mal, dann wird dein Kunde in vielen Fällen doch kaufen und muss doch nicht eine Nacht drüber schlafen, sondern ist jetzt bereit, das Angebot anzunehmen, weil plötzlich alles passt. Das sind die drei Themenfelder. Telefonakquise, Verkaufsgespräch, Einwandbehandlung. Und wenn du wissen möchtest, wie das ganz konkret aussieht, wenn du da mal konkrete Formulierungen zu haben willst, ein konkretes Skript, was für dich, für dein Angebot, für deine Zielgruppe ausgelegt ist, wenn du jetzt Fragen hast, wie das Ganze funktioniert, da biete ich dir jetzt Folgendes an, und zwar völlig gratis können wir beide uns mal am Telefon miteinander unterhalten. Ich nehme mir eine Dreiviertelstunde Zeit, wir sprechen über deine Themen, deine Herausforderungen, die du jetzt gerade noch im Vertrieb hast. Du bekommst ganz konkrete Lösungsansätze von mir am Telefon präsentiert. Und wenn es soweit passt, mache ich dir am Ende vielleicht sogar ein Angebot. Wenn nicht, sage ich dir das auch so offen. Aber dann hast du immerhin die Lösungsansätze und die Tipps von mir gratis mitgenommen. Und ich sage dir eine Sache, diese Dreiviertelstunde mit mir am Telefon, die wird dich nicht zurückwerfen, sondern die wird dich garantiert mindestens einen Schritt nach vorne bringen. Also, wenn dich das interessiert, trag dich jetzt ein. Den Link findest du unter dem Video in der Infobox. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, denn das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide uns in den nächsten Videos wiedersehen. Wenn dir das Video generell gefallen hat, Daumen hoch bitte und schreib mir gerne mal dein Feedback in den Kommentaren. Und dann freue ich mich, wenn wir uns schon bald am Telefon hören oder im nächsten Video sehen. Bis dahin, liebe Grüße, dein Julian.